Ist der Kaffee schon da, oder? Ist der Kaffee? Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt tatsächlich eine kleine Runde, wie wir es geplant haben, eure Anmerkungen und Fragen und machen dann diese kurze Kaffeepause, die wir dann etwas abkürzen und bitten dann zum Gespräch Fabian Scheidler und Christian Felber mit dir hier bis zur Mittagspause. Ja, ihr habt das Wort. Ich lade immer gerne auch zu Anmerkungen ein, nicht nur Fragen, weil hier sitzen ja sehr viele kundige Menschen. Und was sind eure... Was ist euer Feedback? Danke, das ist ein sehr interessanter Vortrag. Du hast relativ am Schluss gesagt, Privateigentum ist, wenn einige wenige eben die ganzen Eigentümer der Produktionsmittel sind und dadurch eben die Möglichkeit haben, die ganzen Nicht-Eigentümer für sich arbeiten zu lassen. Da frage ich mich, ob das zwingend ist, dass Privateigentum immer einschließt, dass nur wenige dieses Privateigentum haben. Wie wäre es, wenn die ganze Bevölkerung, also wenn das Kapital oder das Privateigentum einfach viel gleichmäßiger verteilt wäre? Aus meiner Sicht würde es einen riesen Unterschied machen, weil es dann eben nicht mehr eine kleine Klasse gibt, die das ganze Produktionsmittel hat, und eine große Klasse, die eben wegen ihrer Armut ausbeutbar ist. Also was würdest du davon halten? Oder ist das dann kein Privateigentum mehr aus deiner Sicht, wenn es der ganzen Bevölkerung gehört statt einer Minderheit? In die Richtung geht ja auch zwischen die Idee von Verantwortungseigentum oder Zwischenformen. Ja, die Denko-Pleite, die ist ja scheinbar auch dadurch verursacht, dass es eine Ausbeutung von Immobilienpreisen gibt. Ne? Also das war ja von Anfang an eigentlich bei Karstadt so, dass da immer die Immobilie im Mittelpunkt stand und da das Geld ausgesaugt wurde. Und darüber war doch eigentlich viel zu wenig öffentlich gesprochen. Es geht immer darum, dass die Kaufhäuser nicht mehr rentabel sind, weil die Leute zu wenig einkaufen. Aber der wahre Grund, also in meinen Augen, ist doch eigentlich, was jetzt so erwähnt wird, dass so ein hoher Anteil an Mieten da rausgeht. Und wie ist da deine Einschätzung? Kann man das nicht mehr in den Mittelpunkt stellen oder hier auch fordern, Enteignung der Immobilien, die diese Kaufhäuser immer wieder in die Insolvenz zwingen? Ja, vielen Dank. Ich muss zugeben, ich habe mir von der Veranstaltung was anderes versprochen. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es würde heute Planwirtschaft geben und es ist eine Vergesellschaft und Eigentum, was vielleicht auch natürlich zusammenhängt, selbstverständlich. Wird es heute nur um Vergesellschaftung innerhalb des kapitalistischen Systems gehen oder ist auch eine gesamtgesellschaftliche Vergesellschaftung, wie man das auch immer bezeichnen will, auch angedacht? Das wäre für mich die Frage, ob ich heute Nachmittag bleiben will oder nicht. Dann sag lieber jetzt, anstatt das so zu sagen. Ja, ein Systemwechsel natürlich, also dass wir keine kapitalistische Gesellschaft haben. Das ist ein gesamtes Problem von Anfang an. Ja, ich will gleich daran anknüpfen, weil für mich ist es ja auch ein Thema der Dimension. Ne? Also sowohl was jetzt diese Wohnungswirtschaft in Berlin angeht, als auch diese Aufteilung, Entschuldigung, so soll ich aufstehen, als auch die Aufteilung des privaten Eigentums. Es gibt ja, blöde Frage, aber was ist eigentlich mit Aktiengesellschaften? Da wird ja die Produktionsmittel letzten Endes aufgeteilt auf die Aktienbesitzer. Sehr gerecht. Und der Bürger Aktien sozusagen vorstellen. Nehme ich doch die Bürgeraktien oder die Aktie auf, vielleicht dann für später, aber die sind ja nicht mehr wie ganz früher vor 500 Jahren direkt verbunden mit dem Land. Und das ist ja eins der Probleme aus meiner Sicht bei Aktiengesellschaften, dass die gar keinen Bezug mehr haben in vielen Fällen zum Eigentlichen, sondern der Profit im Vordergrund steht. Ich wollte bloß sagen, wie weit kann man denn die Beobachtungen in der Natur
die ja doch inzwischen zeigen, was dort auch erfolgreich ist, ob es jetzt die Ameisen sind oder die Bienen, nur um zwei Schlagwörter zu nennen, wie die so umgehen mit diesem Modell, kommt es jetzt langsam auch, ich meine schon, ein bisschen mehr rein in unsere Gesellschaft, weil ich glaube, da muss halt ein, auf Englisch, Shift stattfinden. Ich bin heute hier, so möchte ich schließen, ich verwalte das Schlimmste, nämlich Betriebsvermögen. Ich habe aber selber kein Bestreben oder dass das in irgendeiner Weise so bleibt, sondern das sollte am Schluss eigentlich wieder dem Gemeinwesen und allen zugutekommen. Und da sind halt viele noch nicht so weit und haben Angst davor. Angst, meinst du? Ja, Angst, ihr Privatvermögen zu verlieren, dass ihnen dann nicht mehr so gut geht. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Also wenn man nur glücklich ist, wenn man Privatvermögen hat, dann muss man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Immobilien, Entschuldigung, habe ich vergessen. Natürlich Immobilien. Ne? Würde ich auch machen. Okay. Macht Sinn. Noch eine Äußerung. Franz? Okay, es sind ja nicht alles Produktivvermögen, ist ja im Privathandel. Es gibt ja nach wie vor einen sehr großen Sektor an staatlichen Vermögen, staatlichen Produktivvermögen. Und insbesondere denke ich an das Kommunaleigentum. Es gibt ja in der Kommune eine Vielzahl von Branchen, die öffentlich verwaltet werden, also von der Müllabfuhr über die Stadtwerke. Es gibt auch kommunale Wohnungseigenbaugesellschaften und eine ganze Reihe mehr. Das ist ja ein Sektor, der anders funktioniert als in normalen Aktiengesellschaften oder in normalen sozusagen Privatkapital. Und welchen Stellenwert würdest du dem einordnen? Also ist das eine Zielvorstellung, die wir schaffen wollen, auch für das noch private Eigentum? Oder meinst du, dass sowas wie die kommunalen Eigentumssituationen, dass das irgendwie irrelevant ist für zukünftige, vernünftige wirtschaftliche Organisation? Okay, Sabine, du musst jetzt nicht auf alles antworten, dazu wäre auch gar nicht die Zeit, wir wollen das ja auch mit so in die Workshops nehmen, aber du kannst auf das ein oder andere noch antworten, bevor wir Kaffeepause machen. So. Tja, wie Weihnachten, darf ich mir jetzt aussuchen, welches Geschenk ich nehme. Also vielleicht kurz zur Bangkok-Pleite, da kann ich mich jetzt gar nicht so äußern, weil ich das nicht im Detail verfolgt habe, aber ich finde es mir jetzt trotzdem kurz erwähnen, weil ich es lustig finde. Ich habe gestern Abend eine SMS gekriegt von einer Freundin, lese ich kurz vor. Die Linke will Karstadt vergesellschaften, deine Arbeit trägt Früchte. Gut, was ist, wenn alle Privateigentümer, wenn mehr Privateigentümer statt einige wenige? Ja, wenn die Vermutung war richtig, das ist dann ein bisschen die Frage, ist es dann noch Privateigentum? Ich mache Privateigentum nicht fest allein an der juristischen Sphäre des Rechts, also dass es jemandem einfach per Recht gehört und er verfügen darf über Produktionsmittel, sondern für mich gehört unbedingt dazu, dass Privateigentum Privatproduktion bedeutet. Das heißt Produktion in Konkurrenz, dadurch den Zwang, Kapital zu vermehren. Wenn jetzt ganz viele Menschen Verfügungsgewalt über Produktionsmittel haben und sie nicht mehr privat produzieren würden, dann wäre es meines Erachtens die Aufhebung des Privateigentums. Dann wäre es auch tatsächlich ein Schritt hin zur Vergesellschaftung. Wenn aber, was ja historisch oft diskutiert wurde und auch stattgefunden hat, das kleine Eigentum Einzug halten soll, aber die auch alle in Konkurrenz zueinander arbeiten. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel die Arbeiterinnen und Arbeiter im Zuge einer Sozialisierung oder Vergesellschaftung die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel in ihrem Betrieb haben, aber auch konkurrieren gegen die anderen Arbeiterbetriebe, dann haben wir nichts gewonnen. Ne? Also insofern, für mich ist Privateigentum eben ein Produktionsverhältnis und ein gesellschaftliches Verhältnis und die juristische Sphäre ist nur die Voraussetzung, dass das auch wirklich funktioniert und dass das eine Bewegungsform findet. Geht es am Nachmittag auch um eine gesamtgesellschaftliche, planende, kooperative Ökonomie, war die Frage. Ja, das hängt von mir alleine nicht ab, sondern das kann nur entscheiden die Menschen, die sich dafür interessieren und die das wollen, also darüber reden wollen, die Fragen in die Richtung haben. Das kann ich jetzt nicht alleine entscheiden.
mein Forschungsinteresse ist es. Ja, und ich bin auch in Berlin in Diskussionen drin, in Arbeitskreisen, die in diese Richtung mittlerweile schon sehr weitgehende Debatten führen. Ja, also da wird zum Beispiel tatsächlich diskutiert, dass unter der Prämisse, dass der Markt und der wahre Geldtausch zum Kapitalismus dazugehört und zur Privatproduktion, wenn wir das überwinden, gibt es das nicht mehr. Wir verkaufen Dinge dann nicht mehr, sondern wir überlegen dann, wie wir sie verteilen. Also es ist quasi eine kooperative, unmittelbar gesellschaftliche Arbeitsteilung ohne Geld. Also ohne Geld ist immer schwierig zu sagen, weil das kann man sich nicht vorstellen. Also, sondern ohne die Vermittlung von Produktion und Konsumtion über einen Tausch. Nicht mehr getauscht und dann erübrigt sich Geld als soziale Form. Ne? Das ist was anderes, als sich einfach das Geld wegdenken, weil das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie das unter dieser Prämisse möglich ist, dank der Algorithmen, ne, der neuen Technologien, die jetzt ja mittlerweile, wie wir alle wissen, bis ins Detail ermitteln kann, was ich wahrscheinlich übermorgen kaufen werde. Also sehr genau kann man quasi mit dieser Technologie ermitteln, wie man diese Preissignale ersetzen könnte und die Marktsignale. Diese Debatten sind gerade sehr am Kommen wieder und en vogue. Und mein Buch, was du ja auch eingangs vorgestellt hast, arbeitet diese Debatten auch ein bisschen auf. Ne? Die unsichtbare Hand des Planes. Wir haben ja zwei Workshops heute Nachmittag. Kannst du dir vorstellen, also ich kann mir das auch gut vorstellen, ich habe das Buch auch gelesen, fand das auch sehr inspirierend, dass wir einem Workshop diesen Perspektiven einer planenden Wirtschaft gerade unter dem Gesichtspunkt neuer Techniken diskutieren. Dann könnte das einer von den zwei Workshops sein, weil das ist ja auch gerade im Hinblick interessant, dass man jetzt, du denkst ja wahrscheinlich auch nicht nur an eine kleine Nische wie jetzt den Chiemgauer oder sowas, also wo jetzt ein anderes Regiogeld oder eine kleine Gemeinschaft das macht, sondern tatsächlich an einen Land wie Deutschland oder auch eine oder auch Europa, also dass eine Vision größer gedacht ist als jetzt nur eine Nische. Aber jedenfalls diese neuen Perspektiven auch durch KI oder durch Algorithmen und durch die Digitalisierung, durch neue Möglichkeiten des Kalkulierens und Berechnens trotzdem jenseits der kapitalistischen Form wäre dann ein Workshop heute Nachmittag. Und der andere Workshop, da würdest du nochmal Bezug nehmen auf Wohnen enteignen und was du jetzt auch dir vorgenommen hattest, oder? Also eigentlich auf Vergesellschaftung als Konzept und wie man Vergesellschaftung, wie man das verstehen kann, woher der Begriff kommt und wie man es umsetzen kann und was es da gerade für Debatten gibt. Und das lässt sich eigentlich verbinden damit, ne? Also es muss, das würde jetzt gar nicht, genau, kann ich machen, genau. Mhm. Möchtest du noch eine? Einen abschließenden Punkt würde ich gerne noch machen, weil mir der wichtig ist. Das hatte ich ehrlich gesagt auch verpasst, eingangs nochmal klarzustellen. Wenn ich über Privateigentum spreche und über Privateigentümer, deren Handlungslogik sich für mich nicht nur an der juristischen Sphäre festmacht, sondern wie ich es eben erklärt habe, das ist eine Privatproduktion, die dazugehört zu Privateigentum, dann beschreibe ich eine sehr abstrakte Logik, die in Reinform natürlich nur privatwirtschaftlich kapitalistische Unternehmen vollziehen, ja, also zum Beispiel Aktiengesellschaften oder andere Konzerne. Es gibt durchaus Unternehmen, die versuchen und die möchten gar nicht unbedingt ständig Shareholder und immer mehr gewinnen und die möchten gerne lieber auf Bestand gehen und lieber langfristig planen. Nur diese Unternehmen, die unterliegen den gleichen Marktgesetzen. Niemand kann sich dem entziehen. Das ist das eine. Ja. Das nächste, was ich da nochmal sagen wollte, ist, dass Gemeineigentum per se nicht schon gut oder das Gute ist. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Aktienunternehmen, ja, die Aktieneigentümerinnengemeinschaft oder eine Eigentümerinnengemeinschaft von Häusern, Wohnungen, was weiß ich, das ist auch eine Form von Gemeineigentum, die aber einen ganz anderen Zweck verfolgt, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese rein juristische Ebene, Gemeineigentum, Privateigentum und so weiter und so fort, dass man die nicht als das Einzige im Blick hat, was Eigentum ausmacht. Ja. Auch Staatseigentum ist ein Eigentum, was profitmaximierend eingesetzt werden kann. Der Staat ist nicht per se jemand, der das öffentliche Wohl im Blick hat, ja, sondern...
dass alle Formen von Eigentum, auch von kommunalem Eigentum, einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang brauchen und wir auch dieses Thema Eigentum immer größer denken müssen. Das ist eine gute Überleitung in die Kaffeepause, oder?